Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute hier Dream 2 an. Zudem haben wir 16 Packs, die wir hier öffnen werden. Schauen uns natürlich an, was 19 Uhr rausgekommen ist, was sich lohnt, was sich nicht lohnt, Freunde. Wenn es euch natürlich gefällt mit dem Video, sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben, sehr, sehr gerne ein Abo da lassen, wenn ihr neu hier seid. Und dann würde ich sagen, starten wir rein, ab geht's! So, Freunde, schaut noch sehr, sehr gerne bei meinem neuen Partner IG Fall vorbei. Und mit dem Rabattcode Alex bekommt ihr auch noch sehr, sehr gute Prozente. Wenn ihr Interesse habt, Freunde, schaut sehr, sehr gerne in der Videobeschreibung vorbei. Und ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, wie gesagt, schaut sehr, sehr gerne vorbei. Und dann würde ich sagen, starten wir in das eigentliche Video rein. So, Freunde, und dann fangen wir natürlich mit Ziele an. Und ja, hier haben wir eine Karte zum Erspielen bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich ihn hole, weil ist zwar eine Karte aus der Bundesliga, aber ja, 68 Tempo ist halt... Ich wollte den eigentlich auch testen in der Weekend League, aber 68 Tempo kann man nicht spielen, muss man wirklich ehrlich sein. Und wir haben ja sogar schon eine Aufgabe fertig. Ja, korrekt. Drei Squad Battles spielen muss ich dann theoretisch noch machen. Ja, ist eigentlich nicht mal so schwer. Geht eigentlich fit. Man muss sagen, ja, trotzdem. Der würde wahrscheinlich, wenn er jetzt, ich weiß nicht, wie das ist in der Conference League, wie das da aussieht bei Union Berlin, aber der würde wahrscheinlich dann 87 Punkte bekommen. Sagen wir mal, der bekommt 4 Pace, was das Maximale, glaube ich, ist, was er mehr bekommen kann. 72 Pace kannst du vergessen, so. Werde ich ihn trotzdem mitnehmen, vielleicht zum Abstoßen für eine SBC. Sonst haben wir, glaube ich, heute nichts bekommen. Ich glaube, der Rest war schon vorher da. Gucken wir mal, ob was bei Meilensteinen gekommen ist. Wäre mal nice, wenn da mal demnächst was Krasses kommen würde. Aber ja, da ist, glaube ich, auch nichts am Start. Dann gehen wir zu den SBCs und schauen uns an, was da passiert ist. Ja, Freunde, und da kam der gute Bernardo Silva. Schauen wir uns natürlich seine Karte an. 4 Sterne, 3 Sterne, hoch hat er bekommen. Ja, ist jetzt auch so eine Karte, würde ich nicht empfehlen mitzunehmen. Kriegt wahrscheinlich schon die 90, also der sollte das Doppel-Upgrade bekommen. Ist halt beweglich. Beweglichkeit, also Tripling bei ihm ist natürlich sehr, sehr krass, muss man sagen. Aber ja, nehme ich ihn mit, wahrscheinlich eher nicht. Und man muss bei ihm sagen, ich habe euch ja empfohlen, nehmt euch ein paar Teixeiras und diesen Rechtsverteidiger von Porto mit für 10k. Die sind jetzt auf 16k gestiegen. Dadurch, dass du hier einen abgeben musst, ja, ich hatte 10 Stück auf der Liste, die sind alle ruckzuck weggegangen für 13.000 bis 16.000. Wie gesagt, wenn ihr die noch habt, könnt ihr die jetzt verkaufen. Macht ihr auch nochmal einen guten Gewinn. Was wird der Bernardo Silva hier kosten? 100k ungefähr, vielleicht 120k. Ja, ich habe nur zwar noch einen Loris untauschbar, den ich abgestoßen habe, aber den Bernardo Silva werde ich auch nicht machen. Fekir, ja, mache ich wahrscheinlich auch nicht. Ne? Lohnt sich für mich einfach nicht. Passt nicht in mein Team rein. Und jetzt gehen wir in die Packs rein, Freunde. Ich hoffe, wir ziehen hier heute was Schönes. Ja, gucken wir mal. Letzte Woche mit Sané untauschbar war ja auf jeden Fall sehr stabil. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Schauen uns natürlich jedes Pack an, Freunde. Was hier gegönnt wird, was hier nicht gegönnt wird. Und das ist schon mal, komm, gib direkt was Gutes. Walker. Gib Walker. Ach, meine Güte, Digga. Hätten die direkt mal gut anfangen können. Aber gib mir lieber hier so ein Trippier, den du nicht haben möchtest. Ja, habe ich, glaube ich, eh doppelt. Ich hoffe, jetzt hier nicht so viele Karten doppelt. Ist natürlich Schmutz, muss man nicht drüber reden. Wir haben hier einige Packs am Start. Ein Pack werde ich nicht öffnen, ist natürlich klar. Wir werden das, erst das Pack hier, dieses 3-Info-Pack, werden wir nicht öffnen. Ich habe hier auch ein Schmutz-Pack, das will ich auch mal ziehen, das hier. Mondi würde ich hier drin auch nehmen. EA, Mondi einmal geben, bitte. Wäre natürlich korrekt. Gucken wir mal. Ja, könnte sogar Mondi sein. Ja, ist er leider nicht. Und Heuberg, ja, kann ich abstoßen. Habe ich schon 10-mal gezogen. Habe ich auch safe untauschbar. Ja, die sollen endlich mal SVCs bringen. Ich habe so viel untauschbar, das ist unfassbar, dass man alles abstoßen kann. Seltene Megapack untauschbar kommen. Gönn mir jetzt hier ein Marco Reus, der wäre sehr gut für mein Team. EA, letzte Woche Sané, jetzt Marco Reus, würde sehr, sehr gut in mein Team passen. Gucken wir mal, ob wir hier Walkout bekommen. Wir bekommen sogar Walkout und wir bekommen... Ach, du... Ach, das sogar hier... Ach, der für 20k, Digga. Ey, meine Güte, 2 Sterne, ist halt... ist nicht schlecht, aber den kannst du nicht spielen, Digga. Ey, ich dachte, Europa League-Karte und dann verarschen die mich, Digga. Ach du Scheiße, Digga. Und dann ist es auch noch so eine Mülltonne, Digga. Kostet 20k, der Typ. Das ist Katastrophe.
Ja, okay, 3-3 hat er sogar, aber die kannst du nicht spielen, Digga. Bin ich ehrlich, das ist ja Lewandowski besser, ne? So. Oh, ihr könnt mal reinschreiben, vielleicht testen wir den die Weekend League mal als Einwechselspieler, kostet halt 20k, 25k, glaube ich. Ja, ihr seht das hier, 30k, da wird nicht mal drauf geboten, also. Oder ist 30k sein Mindestpreis? Wird der nicht mal gekauft. So interessant ist die Karte. Zweimal Shadow nimmt man gerne mit, untauschbar. Jawohl, Digga, das hat sich schon mal gelohnt. Okay, da kann ich meinen verkaufen. Okay, das ist doch big, 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 das Pack. Big, big, big. Bin schon zufrieden, egal was wir heute noch ziehen. Marquinhos ist schon mal sehr, sehr gut. Scheiß mal auf diese Live-Karte. Marquinhos werde ich verticken. Ja, kann ich meinen verticken. Kriegen wir 100k noch früher. 100k. Sehr gut. Marquinhos untauschbar. Sehr, sehr wichtig. Rest ist egal, was wir jetzt ziehen. Scheiß drauf. Also Marquinhos sehr, sehr gut. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, nachdem hier, ja, nur Müll bis jetzt kam, ja, weil wie gesagt, ihr könnt mal reinschreiben, würdet ihr euch über Al-Chaba oder wie man den auch immer ausspricht, freuen? Klar, ist es cool, so eine Karte zu ziehen, aber ja, die Natal oder so hätte ich lieber gehabt, aber ich denke mal, das sollte klar sein. Und wir machen weiter mit Wand, diesmal Walker. Walker! Hey, wieder er, Digga, willst du mich verarschen? Mein Güte, raus aus meinen Packs, Digga. Gönn doch Walker, Digga. Ey, was will der von mir hier, dieser Trippier, Digga? Ey, geht der mir auf den Senkel, Digga, der Trippier. Eieiei, was will er denn hier? Tschüss. Will nur meine Transferliste blockieren, dieser Trippier. Meine Güte. Nächste Pack, gemischte Spielerpack. Wir haben ja noch ein paar. Wir haben ja auch noch 200k-Packs, 250k-Packs. Gucken wir mal. Korrekt. Warum kommt das Silberspieler? Na, macht irgendwie keinen Sinn, oder? Keine Ahnung. War kein Goldspieler drin. Ach, weil er selten ist oder was? Okay, packen wir alles in den Verein. Ich werde das nach und nach später natürlich alles verkaufen. Gucken wir mal. Ein paar Walkouts würde ich trotzdem noch mitnehmen, ne? Sag ich, wie es ist. Komm, gönn was. Ja, ist das Silberspieler-Pack oder was? Ziehst du nur Silberspieler in den Packs hier? Der Katastrophe. Ja. Nimmst du mit. Alles im Verein, immer nichts doppelt, das ist sehr, sehr gut. Gucken wir mal, nächste Pack, nochmal dasselbe Pack, das haben wir dann dreimal. Gib mir jetzt mal Goldkarte, Digga. Wenn wir jetzt dreimal hier wirklich Silberkarte angezeigt kriegen, das wäre so, schon ein Skandal. Ja. Na, keine Ahnung. Irgendeine Tonne. Brauchen wir auch nicht. Völlig egal, alles im Verein wieder. Nehmen wir mit. So, ich glaube, jetzt zeigen die Inform-Pack an. Das wollen wir natürlich nicht ziehen bei diesem krassen TTW. Wollen wir das auf jeden Fall zulassen. Goldspieler-Pack, holen wir mal einer selten. Wird wahrscheinlich auch nichts kommen. Ach du Scheiße, da kann nichts kommen. Keine Ahnung, wer das ist, würde jetzt sagen, vor 5, 6 Jahren hätte ich verfahren gesagt. Oh, Digga, ehrenhaftes Pack, Digga. Ein Abwehrboss Koscielny hier am Start. Ja, den alten Ehrenbruder hier am Start. Carillo. Er kostet was wahrscheinlich nicht. Kannst du in die Tonne klopfen. Stoßen wir ab. Musst du nicht anbieten. Unnötiger Platzverschwendung für ihn. Gucken wir mal, was wir jetzt hier im nächsten Pack. Premium Goldspieler Pack. Ja. So langsam kommen die dicken Packs. Gucken wir mal, ob hier vielleicht jetzt mal was kommt. Leider auch nicht. Ja. Wie gesagt, Marquinhos ist schon sehr, sehr gut. 100.000 untauschbar. Nimmt man gerne mit. Das hier kostet auch alles ein bisschen was. Das werde ich alles verkaufen. Das bringt gute Münzen. Aber trotzdem. Ja, willst du noch hier noch einen Banger ziehen, ne? Deutschland, ZDM. Warum hat der eigentlich keine Live-Karte? Den hatte ich in der angeblichen Leak gesehen, wo er angeblich eine Live-Karte haben soll. Reguilón und Boroni oder wie man auch immer zu dem sagt. Ja. Jetzt haben wir noch 5 Packs, 2x50er aus Quadbells, 2x100er und ein Megapack. Müsste aus, ja, Weekend League sein, das Megapack. Gucken wir mal, ob auch ein mega guter Spieler drin ist oder ob EA sagt nein. Ach du Scheiße, sie sagen wirklich nein. Gar nichts drin. leider. Ja, nichts anscheinend. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas drin? Den können wir alles abstoßen. Und das hier geht, glaube ich, sogar für was. Das nehme ich mal auf jeden Fall mit auf die Liste. Ich glaube, das was wert. Fangesang Real Madrid. Ah, 2K maybe. Versucht das einfach mal wegzukriegen. Sollte auf jeden Fall mal weggehen.
Das können wir abstoßen. Können wir abstoßen. Weiß nicht, ob Rebic was bringt. Machen wir mal drauf für 8900. So, Freunde, jetzt haben wir noch hier vier dicke Packs, 250er und 200er. Gönn mal was Dickes jetzt, EA. Also, komm. 50k Pack Nummer 1. Gucken wir mal, ob es sich lohnt. Spanien, Stürmer, Aspas. Ja, mal gucken. Ne? Ihr motiviert mich nicht, EA Sports wieder Squad Battles zu spielen, wenn ihr mir nichts gönnt. Ja, kannst du alles abstoßen. Also, da ist kein Spieler über 2k wert. Die nehme ich mal alle mit. Ich muss mal echt gucken, wenn ich bei den 100 dann so viel doppelt ziehe, ist natürlich nicht gut. Ich muss immer aufpassen, dass ich hier nicht X drücke. 50k Pack Nummer 2, komm, gönn jetzt Walkout, EA. Ne, nicht gern, jetzt mal Walkout gönnen. Wird mal wieder Zeit. Wir haben jetzt nicht so viele Walkouts gehabt. Gönn einen Big Boy Fred am Start. Let's go, Digga. Squad Battle sich gelohnt, Digga. Hoffentlich ist er was wert hier. Hoffentlich ist er was wert, Digga. Ich hoffe, dass er was bringt, Digga. Fred, Daumen hoch geben. Sehr, sehr gute Karte. Sehr, sehr gute Karte. Hoffentlich was wert, Digga. Bitte. 200.000, hoffe ich mal. Rest vom Pack wieder bodenlos, aber Fred bringt. Uiuiui. Ich werde den direkt verkaufen, Chat. Ich werde den direkt verkaufen. Ich mache kurz einen Cut. Ich werde den direkt verkaufen. So, Freunde, Fred haben wir schnell verkauft. Haben 300k bekommen, 315, also mit der Gebühr weg, haben wir 300k für den bekommen. Sehr, sehr gut. Hat sich auf jeden Fall dick gelohnt. Wird die Woche wieder auf jeden Fall Squad Battles Rang 1 spielen. EA mich wieder überredet, aber ja, hat sich gelohnt, bin ich ehrlich. Rest war zwar Schmutz, aber ja, nehmen wir gerne mit. 200k Packs, gucken wir mal. Man muss sagen, meistens sind die 100k Packs schlechter wie die 50er und das ist Portugal, Linksverteidiger. Ja, das ist halt Schwachsinn, ne? Muss man ganz klar sagen. Großer Schwachsinn hier. Dieses 100k Pack, aber egal. So, wie gesagt, wir haben Marquinhos und wir haben Fred bekommen. Und zwei Abstoßinforms. Das Bellingham, ja, aber ziehst du halt wahrscheinlich in jedem Pack. Kostet 11k, 12k. Ja, 13 ist halt gar nichts hier. Noch ein Abstoßinform, nimmst du mit. Es ist besser wie gar nichts. Rest hier kannst du eigentlich gefühlt alles abstoßen. Nehmen wir den mit. So, Freunde, kommen wir zum letzten 100k Pack. Komm, gönnen wir nochmal Walkout, EA. Gönnen wir jetzt nochmal einen Walkout zum Abschluss. Die 100er gönnen Walkout. Brasilien, Firmino. Er ist halt 40k oder so, aber nimmst du mit, ist okay. Ist halt 40k, ist halt gar nichts wert. Es ist halt auch keine geile Karte. Aber nimmst du mit, immerhin nochmal Walkout. Aber ja, die 100k Packs sind leider nicht so geil, muss man sagen. Ja, aber nimmst du mit, Firmino. Gucken wir mal noch, was wir doppelt haben. Toni Kroos noch drin. Nochmal ein 20er hier. Ah, nicht mal eine 15, 16k nochmal. Also 16k. Bonucci kostet auch nochmal ein bisschen was. Ich werde das hier stehen lassen, Freunde, aber ich denke, das geht auf jeden Fall dick klar. Ja, die Server sind wieder on fire. Also, wer heute Weekend League spielt, viel Spaß, Freunde. Ja, Server sind wieder. Ich kann nicht mal was drücken. Ja, keine Ahnung, was da wieder los ist. Das war heute bei dem mittrischen Video, genau. Mittagsvideo genauso. Ich wollte gerade das Video beenden und dann kam das hier, keine Ahnung, als ob EA wieder sich melden will und dann das Video beenden möchte. Aber das wäre es auch gewesen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie gesagt, sehr nice Content bekommen. Immerhin Fred bezogen, sonst die Packs waren nie so geil. Immerhin das 1,50er gegönnt. Zum Glück. Ja, wir hatten schon sehr, sehr viele Packs. Und Marquinhos natürlich auch sehr, sehr saftig. Also mit allem haben wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt Marquinhos, ich kann meinen Marquinhos verkaufen, 500.000 gemacht, ist okay. Wie gesagt, ihr müsst überlegen, ich habe dafür jetzt eine Woche Packs gespart. Eine Weekend League war hier dabei, ein Weekend League Quali war dabei, die SBCs und natürlich einmal Squad Battles Elite 1. Also ich denke, das geht klar, 500.000. Geht natürlich auch besser, aber geht auch schlechter, würde ich sagen würde. Und ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Dann bin ich für heute raus. Haut ihr rein. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine lieben Freunde.